diesem Foto ist neben dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow der Sprecher der Ahmadiyya in Thüringen, Mohammad Suleiman Malik, zu sehen. Er verleumdet Islamkritiker immer wieder. So hat er mich bei seiner Gegendemonstration zu unserer BPE-Aufklärungskundgebung in Erfurt am 15. November 2019 als Nazi, Faschist, Feind der Demokratie und geistigen Brandstifter bezeichnet. Zudem sprach er mir ab, Demokrat und Patriot zu sein. Und das, obwohl er kurz zuvor bei unserer Kundgebung an einem sachlichen Videogespräch teilnahm, bei dem er mir wörtlich sagte: Wir haben einen gemeinsamen Feind, das ist der radikale Islam. Radikalität in jeder Form lehne ich ab, genauso wie Sie. Kaum war er aber im Kreise seiner Anhänger, steigerte er sich in seine Verleumdungen, die er dann auch noch über einen Monat lang per Twitter fortführte. Dies zeigt die Falschheit, Verlogenheit und Hinterlist dieses Ahmadiyya-Funktionärs. Mohammad Suleiman Malik reißt auch gerne Aufkleber ab, die sich gegen den Bau der Ahmadiyya-Moschee in Erfurt stellen, und schreibt dazu auf Facebook: Die Moschee wird stehen, dann wird eine weitere gebaut und dann noch eine und dann noch viele weitere, bis jedes Dorf eine Moschee hat. Nazis werden uns daran bestimmt nicht hindern. Solche Worte kennzeichnen den Machtanspruch und die totalitäre Gesinnung der Ahmadiyya. Aber deren Funktionäre behaupten gerne, dass der Islam mit der Demokratie vereinbar sei. Auch damit täuschen sie ganz bewusst, denn in ihren Schriften steht genau das Gegenteil. Das grundlegende Prinzip, dass letztendlich alle Rechte zu regieren Allah gehören und er der Herr der Herrschaft ist, wird im Heiligen Koran auf verschiedene Weise ausgedrückt. Daher kann es im Islam keine Demokratie geben, wo selbstbestimmte Individuen über ihre Gesellschaft entscheiden. Das Gesetz, die Scharia, rangiert zu oberst. Es enthält die essentiellen Richtlinien für die Legislative und keine demokratisch gewählte Regierung kann in den ausdrücklichen Willen Gottes hineinreden. In Neufahrn bei München wurde im Oktober 2014 die Ahmadiyya-Moschee ausgebaut und ein Minarett errichtet. An der Fassade steht die klare Kampfansage an alle anderen Religionen: Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Homosexualität wird von der Ahmadiyya regelrecht angefeindet. Im Artikel »Glücksschwein oder arme Sau« aus dem Jugendjournal der Frankfurter Gemeinde wurden im Jahr 2007 Gründe für den Verzicht auf Schweinefleischverzehr zusammengestellt. Unter anderem behauptete man, ein schamloses Tier wie das Schwein, das im Unrat lebe, präge auch das Moralverhalten des Konsumenten. Der vierte Kalif der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat, Mirza Tahir Ahmad, stellte einen Zusammenhang zwischen Schweinefleischverzehr und zunehmender Homosexualität in der Gesellschaft her. Die Ahmadiyya-Führung stellte sich bei Mediennachfragen hinter diese skandalösen Aussagen. Schweinefleisch macht also nach Überzeugung der Ahmadiyya schwul. Es entspricht im Übrigen auch dem Koran, dass Schweinefleisch unrein und Homosexualität abartig sei. Folgerichtig bescheinigte die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der Ahmadiyya ein ultraorthodoxes bis fundamentalistisches Koranverständnis. Die Islamkritikerin und Buchautorin Hiltrud Schröter bezeichnete die Ahmadiyya als islamistische Politreligion mit dem Ziel einer Umwandlung unserer demokratischen Grundordnung in einen islamischen Staat. Die Ahmadiyya stellte daraufhin eine Strafanzeige. Das Ermittlungsverfahren wurde aber von der Frankfurter Staatsanwaltschaft nach eingehender Prüfung eingestellt. Aus der Begründung: Die Beschuldigte setzt sich in wissenschaftlicher Form mit Inhalten auseinander und zieht unter anderem Parallelen zu nationalsozialistischem Gedankengut bzw. mafiösen Strukturen. Es gibt keinen Grund, die Arbeit zu beanstanden. Es ist also im Rahmen der Meinungsfreiheit der Ahmadiyya eine Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut und mafiösen Strukturen zuzuschreiben. Die Ahmadiyya-Anhänger haben bis heute, trotz Distanzierung von der Gewaltanwendung, den Anspruch auf die alleinige Macht verinnerlicht.
Sie verfolgen die Vision ihres Gründers von der bevorstehenden weltweiten Vorherrschaft des Islams, insbesondere auch von der Eroberung Europas. Trotzdem werden sie von weiten Teilen der etablierten Politik in Deutschland hofiert. Wenn die bisher realitätsblinden und faktisch ahnungslosen Politiker ihren verhängnisvollen Irrtum einsehen und die bisher ungebremste Ausbreitung der Ahmadiyya stoppen sollten, dürfte die Takia-Maske ihrer Funktionäre fallen. Wie bei den Protestkundgebungen der Bürgerbewegung Pax Europa gegen den Moscheebau in Erfurt.